Luisa, noch nicht ganz ready. Mein Lifestyle-Typ nämlich heute. Alles um meine Frisur, wie ich sie stylen tue, weil es ist doch immer noch ein Thema nach so vielen Jahren. Ein Teil meiner Frisur ist sicher auch die Struktur meiner Haare. Und zwar das Gewuschelte, das Griffige. Und das geht nur, indem ich meine Haare mesche, weil an und für sich, sonst bin ich ja dunkel, mittlerweile wahrscheinlich auch grau, ich weiß es nicht mehr. Aber die Griffigkeit macht das Haar oder die Frisur eben auch so herzig strubbelig. Das heisst aber, dass ich die Haare pflegen oder pflegen soll, weil irgendwann man sieht das nachher dann auch irgendwie wie ja, überstrapaziert aus. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Und für das habe ich eine ganz schöne Linie, und zwar die von Paul Mitchell. Die hochwertigen Produkte sind speziell für Haare, die sehr strapaziert sind und kaputt sind, als Repair. Und die sind eigentlich, Awapuhi ist eigentlich eine hawaiianische Ingwerpflanze. Und so heisst das eigentlich Wild Ginger, Awapuhi Wild Ginger. Und die zwei benutze ich, damit meine Haare doch ein bisschen geschmeidig aussehen. Beides gibt sehr viel Feuchtigkeit am Haar und macht es doch nicht schwer. Und es duftet dermaßen fein, du willst einfach deine Haare mehrmals am Tag waschen mit dem. Also irrsinnig, beide Produkte. Jetzt geht es weiter zum Stylen. Und bevor ich meine Haare föhne, und ich tue sie meistens immer sehr heiß föhnen, braucht es ein paar Sachen. Und zwar einen guten Föhn, der die Haare nicht so beschädigen tut, und auch ein Produkt. Und da gibt es einen Styling Booster, auch wieder von Awapuhi, von unserem Wild Ginger, von Paul Mitchell. Und zwar heisst das Hydro Mist Blowout Spray. Der gibt dem Haar wieder Feuchtigkeit. Wenn du es im Ansatz tust, gibt es auch ein bisschen mehr Volumen. Und das ist eine gute Basis, damit man schon die Frisur schon besser stylen kann im Nachhinein. Also zuerst mit dem aufs nasse oder feuchte Haar. Und jetzt wird es gestrubbelt, mal die Haare richtig mal durchgestrahlt. Und dann kommt nämlich der Styling Booster zum Einsatz. Einmal durchschütteln, und zwar tue ich das auf den Ansatz sprayen. Aber eigentlich mit meinen kurzen Haaren kannst du es eigentlich überall sprayen. Also immer wichtig, nicht nur föhnen und fertig, das brennt erstens einmal. Aber es muss eine gewisse Hitze da sein, damit die Wellen oder die Wirbel, die man hat, kann einfach ausföhnen. Also ihr seht, ich habe eigentlich einen super Schnitt von Sandro Bros. Aber eigentlich ist es so ein klassischer Bob. Okay, das hat jeder. So eine richtig schöne Form geföhnt, aber jetzt geht es um den letzten Schliff. Und für den letzten Schliff, für den typischen Luisa-Look, braucht es auch einen Streckhisen. Und für das habe ich ganz einen tollen, einen englischen. Und zwar, der heisst GHD. Der ist fantastisch. Hat eine sehr fortgeschrittene Keramik-Technologie. Also ist auch schonend fürs Haar. Er hat die Kanten sind abgerundet. Das gibt, also wenn ich so einknicke, einen viel besseren Knick. Also es sieht nicht so hart aus. Und ja, ist in 30 Sekunden ist der heiß. Also Zähneputzen, einstecken und dann ist er schon parat. Also ganz viele Eigenschaften. Ist eigentlich das Beste vom Besten. Diät. Man muss die Haare so nehmen. Also jetzt bei mir speziell. Und dann gehe ich rein. Ich tue nicht einmal richtig abteilen, sondern ich gehe einfach rein und mache den Knick. So. So. Ich nehme quasi von dem Runden, das ich habe, das Volumen weg. Das ist eigentlich der Trick, dass es nicht so brav aussieht, sondern dass das Volumen ein bisschen weggeht. Und dann eigentlich mit dem reingehen. Und zwar auch hinten. Da hinten. So wie hinter dem Ohr. Es muss einfach ein bisschen so gegen raus kommen. Ja, nicht zu perfekt. Der Strubbeleffekt ist genau das, was ausmacht. Die Awapuhi-Linie hat auch einen Style-Spray, sogenannten Texture Sea Spray mit Sea Salt. Lässig für die Beach-Look. Ich tue das nicht direkt aufs Haar, sondern ich tue lieber das auf die Hand. Und tue dann das einreiben. Und erst dann auf die Spitze, eigentlich statt ein Wachs oder so ein Molding-Cream, tue ich das erst drauf. Dann kann ich das viel besser kontrollieren. Und das gibt am Haar so ein bisschen Struktur. Und dann das Ganze kann ich am Schluss mit einem Haarspray fixieren. Und that's it. So, jetzt gibt es noch den letzten Spritz fürs Finish. Ein Haarspray braucht man. Und dabei soll er nicht ein Haarspray sein, der das Ganze so stabig macht, sondern es soll natürlich wirken. Und die Produkte von Paul Mitchell sind für mich perfekt. Auch der Haarspray von Awapuhi ist pflegend und lässt das Haar auch natürlich aussehen. Im Prinzip brauche ich für die ganze Frisur, das ganze Prozedere, eigentlich 5 bis 7 Minuten im Tag. Man muss ein bisschen Handhabung haben, wissen ein bisschen wie. Und dabei wichtig auch, dass man die richtigen Produkte hat. Für mich strapazierte Haar ist die Linie, die Awapuhi-Linie, das ist richtig sagen, Wild Ginger, perfekt.
es pflegt und tut mein Haar wirklich das zurückgeben, was es braucht. Und natürlich auch das Technische, das ist wichtig. Und zwar die GHD-Linie, die ist fantastisch. Also Sonnenstreckeisen musst du haben. Und ich finde auch, wenn du Reisen tust, der Reiseföhn ist perfekt. Wir haben gesehen, also der hat er recht gepufft. Ja, und sind damit sonst so lahm. Und solltest du es eilig haben und alles rumliegen lassen, egal, ob jetzt die schöne Linie ist von Paul Mitchell oder GHD, es sieht einfach trotz allem auch sehr stylisch aus in dem Badezimmer, auch wenn es puff ist. Das ist oft bei mir der Fall. Aber eben, ich hoffe, ich kann euch mit diesen Tipps gute Tipps mitgeben. Und jetzt wisst ihr ein bisschen, wie meine Frisur entsteht. Und viel Spass beim Nachmachen.